Hi, how are you doing today? In this lesson, I'm going to explain to you the difference between let, have and make. Heute erkläre ich dir den Unterschied zwischen let, have und make. Das Wort let kann man ins Deutsche als erlauben oder zulassen übersetzen. Zum Beispiel: My sister has a new skirt, but she won't let me wear it. Meine Schwester hat einen neuen Rock, aber sie lässt mich ihn nicht anziehen. Okay. Das Wort have. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.